Hallo lieber Widder, willkommen zu deinem astrologischen Kanal. Zwischen 1. und 4. des Monats hast du Mars Opposition Saturn. Am Monatsanfang können kleine Einschränkungen oder Schwierigkeiten im Alltag entstehen. In den meisten Fällen werden diese nur vorübergehend vorhanden sein. Natürlich müsste ich dein Horoskop anschauen, um zu sehen, ob das der Fall ist. Die Kommunikation mit einem Vorgesetzten oder Autoritätsfigur kann unter Umständen am Monatsanfang schwer fallen. Zwischen 5. und 6. Juli hast du Merkur Quadrat Neptun. An diesen Tagen solltest du dir so wenig wie möglich vornehmen, denn dein Verstand kann etwas vernebelt sein und die Wahrscheinlichkeit für das Entstehen von Missverständnissen und Fehlentscheidungen ist relativ hoch. Zwischen 7. und 8. des Monats hast du Venus Opposition Saturn. Man sollte manche Investitionen erst später tätigen, denn Juli wäre kein guter Monat dafür. Im Bereich der Partnerschaften und Beziehungen sollte man geduldig und verständnisvoll mit der anderen Person umgehen. Du hast am 10. Juli einen Neumond in Krebs. Dieser Mond wird deine Aufmerksamkeit auf Themen wie zum Beispiel Wohnsituation, Familie und innerer Frieden lenken. Du solltest zu diesem Mond weniger arbeiten und dir Zeit für dich selbst nehmen. Am 11. Juli hast du Merkur in Krebs eingetreten und das heißt, bis 26. Juli dürftest du sehr viel an deine Familie oder Mutter denken. Wenn dies nicht zutrifft, dann wirst du dich um eine Reparatur oder um Papierkram kümmern. Zwischen 12. und 13. hast du Venus-Konjunktion Mars in Löwe. Neue Situationen können im Bereich der Liebe und der Kinder, je nach Horoskop, entstehen. Viele Widder werden einen Urlaub planen oder durchführen. Es kann auch geschehen, dass man Hobbys oder Freizeitaktivitäten nachgeht. Zwischen 14. und 18. hast du mit einer Sonne-Pluto-Opposition zu tun. An diesen Tagen sollte man die Dinge nicht erzwingen, sondern Prozesse ihren freien Lauf lassen. Elternteile werden sich extra Zeit für ihre Kinder nehmen. Zwischen 19. und 21. Juli haben wir Merkur Sextil Uranus. An diesen Tagen gibt es einiges zu organisieren und zu veranstalten. Ein Familientreffen oder der Kontakt mit alten Bekanntschaften kann sich ergeben. Am 22. Juli haben wir Venus in Jungfrau. Die Lösung von bestimmten Problemen erfolgt mit Hilfe anderer. Am 23. Juli hast du Merkur Opposition Pluto. In deinen zwischenmenschlichen Beziehungen kann mehr Ehrlichkeit erforderlich oder notwendig sein. Man soll extreme Meinungen und Absichten unbedingt meiden. Aufgeschlossenheit und Offenheit werden sich lohnen. Du hast am 24. Juli einen Vollmond in Wassermann. Das Ende mancher Freundschaften oder Bekanntschaften kann möglich und nötig sein, vor allem wenn man Planeten im Wassermann oder im 11. Haus hat. Am 28. hast du Merkur in Löwe. Bis 11. August wird das Kommunizieren und Sammlung von Informationen deiner Kreativität und Selbstdarstellung dienen. Themen wie zum Beispiel Bildung, Eigenständigkeit, Urlaub und Kinder können hervorgehoben sein. Und dann, zwischen 29. und 31. hast du Mars Opposition Jupiter. Bis 6. August wirst du viele Dinge unternehmen, die dir Spaß machen. Freunde besuchen, wandern oder andere Freizeitaktivitäten sind am Monatsende begünstigt, mein lieber Widder. Mit diesen Aussagen bin ich fertig mit diesem Video. Wenn du eine individuelle Prognose für deine Zukunft brauchst, du weißt Bescheid, ich bin immer da, um dir dabei zu helfen. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute im Juli 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.